So, Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen wieder hier. Heute mal wieder mit ein bisschen Panzer. Jetzt wollte ich Panzer sagen, weil ich einen Panzer vor mir sehe. War Thunder. Heute fahre ich mal zum ersten Mal überhaupt ein paar italienische Panzer. Das sind die Reservefahrzeuge hier, zwei Fiats, die sich nicht großartig voneinander unterscheiden. Auf den ersten Blick, beide heißen Ansaldo und so weiter und so fort. Ne? Ich würde einfach sagen, wir gehen mal in die Schlacht. Und das wird sehr interessant für mich, denn ich wollte natürlich immer mal wissen, wie sind denn so die italienischen Panzer? Ich bin nicht jemand, der hier einfach mal 20, 30 € einfach rausballert für so ein Pack. Die günstigsten Packs, die ich mal geholt habe, also Premium-Packs, beziehungsweise mit den Premium-Fahrzeugen, waren ja für ja, 20 € oder sowas, ne? Und dann waren es meistens die, die dann auch im Angebot waren. So, jetzt bin ich natürlich froh, dass hier nicht nur noch Premium-Fahrzeuge sind, sondern auch normale Panzer. Ich habe ja eine ganze Weile nicht gespielt gehabt und bin jetzt mal am Start und bin auch gespannt, wie das aussieht. Und es geht schon los, es geht los, juhui! Und, ja, wird es natürlich sehr unterhaltsam finden. Oh, blöde Karte. Stalingrad, aber okay, gut, ein Panzer ist halt ein Panzer. Man weiß, wie er funktioniert und das ist hier Reserve. Deswegen hoffe ich ja, dass die Dinge auch ein bisschen was leisten können. Ich habe keine Probefahrt bisher gemacht mit den Panzern hier. Dadurch weiß ich nicht genau, wie die sich handhaben und wie gut die sind. Ich gehe davon einfach aus. Naja, ein bisschen Blech halt, ne? Und mit einem kleinen Geschütz vorne dran halt ein Reservepanzer, ein Standardpanzer, so ein kleines, fluffliges Ding. Ich fange erstmal mit dem hier an. Und schauen wir mal, grüß dich. Und ich habe jetzt auch die Munition bei 104 gelassen, denn ich gehe davon aus, dass sie sehr schnell feuern und nachladen können. Ja, ich komme gleich, ne? So. Und irritiert mich der Typ. Wahrscheinlich irgendwas alles wieder vollgeparkt und er kommt nicht raus oder kann nicht rein. So. Fahr mal los, Stalingrad-Karte mit einem italienischen Panzer. Auch interessant. Auch interessant. Aber gut, es ist ja nicht historisch akkurat. Was ich auch gut finde, ich meine, das Arcade. Irgendjemand meinte mal, ey, was war denn das? Was hat er geschrieben gehabt? Level 100 Spieler, der Arcade spielt. Oder Igitt oder irgendwie so. Und ich dachte mir so, ja, wieso? Arcade ist auch toll. Ich meine, alle die anspruchsvolleren Modi spielen, Simulator oder realistisch, schön für die, wenn die das gerne machen. Ich spiele auch manchmal realistisch. So ist das ja nicht. Nur nehme ich das meistens nicht auf. Und das meistens auch, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, also Events. Dann mache ich das. Weil ich das dann unterhaltsam finde. Bin natürlich auch ein sehr vorsichtiger Spieler, dann so. Bin ja nicht so Geronimo wie hier. Aber da haben wir schon einen. Vorsichtig zurück. Aber was ich sagen wollte: Jeder kann doch spielen, wie er möchte. Und ich spiele halt gerne Arcade. Natürlich ist es manchmal tierisch frustrierend, aber es wäre für mich auch realistisch frustrierend. Aber ich weiß, worauf er hinaus wollte. So ungefähr bis Level 100 und Arcade ist nur für Anfänger. Aber den habe ich natürlich auch ganz schnell den Wind aus den Segeln genommen, habe gesagt, weißt du, wie viel 100 da, Entschuldigung, die überwiegend Arcade spielen, wie oft die überwiegend realistisch spielen, also RB, wie oft die hier eigentlich im Arcade rumhängen und da andere Leute zerkloppen wollen, da gibt es Unmengen von, das ist nun mal so, weil es ja eigentlich auch Laune macht und ist halt ein relativ schnelles Spiel. Relativ. Manchmal kann es sich auch ganz schön lange hinziehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder soll doch spielen, wie er will. Ja. Keine Ahnung, was er da für ein Problem hat. Ich glaube, er wollte sich so ein bisschen elitär aufplustern hier. Ja. So einen Elite-Spieler darstellen, der er eben nicht ist. Aber wie gesagt, davon darf man sich ja nicht beirren lassen. Ich spiele, wie ich Bock habe. Und hoffe, dass jetzt hier gleich mal einer von mir umgelegt wird. Wer ist denn das Ding hier? Aus seiner Kanzel geballert. Ja, gut, ist keine Kanzel, ist ein Turm, aber ist egal. So, hier, da. Oh. Voll verfehlt, weil einfach zu aufgeregt. Verdammt, das ist jetzt natürlich blöd gewesen. Den hätte ich wahrscheinlich locker getroffen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Ich einfach mal nur, ist der ein Stück zurückgefahren. Oh, er fliegt davor. Treffe hier nichts. Ich glaube auch irgendwo einen Hügel geballert. So, da hinten, nicht vor mir. Ich muss schon auch ziemlich genau gucken, dass die jetzt mich hier nicht so einfach mitbekommen. So, das war jetzt auch ein bisschen. Ich habe den Panzer, der da vorbeigefahren ist, den hatte ich im Visier und schieß auch noch so und. Obwohl ich nicht treffen. Jetzt sehe ich es auch. Jetzt kriege ich erst mit, dass da ein Gebäude ist. Oder beziehungsweise eine von diesen, wie heißen die Dinger? Den Silos. Nee, das ist ein Gebäude. Nee, Silo. Das ist ein Silo. Ist mir erst nicht so aufgefallen durch den ganzen Qualm und so, aber macht ja nichts. So, einfach mal probieren. Manchmal ist das Spiel ja so verbuggt, dass man einfach durchfeuern kann. Das ist mir schon oft passiert. Wurde ja auch heute erst wieder. Allerdings mit einem anderen Fahrzeug, ein bisschen höheres RB. Battle Rating BR. Wurde ich ja erst eine Sekunde ist Abschlusshilfe, okay, ja, wurde ich durch ein Haus, durch zwei Häuser durchgetroffen. Das Ding ist einfach durchgeflogen. Jedenfalls sah das so schwer danach aus, als man sich diese Killcam, wie es heißt, angeguckt hat, oder als sie dann lief, durch zwei Gebäude durchgefeuert. Das ist so, als hätte er
irgendwelche Spalten gesehen, wo einfach mal ursprünglich ein Ziegelstein drin war und er hatte die Möglichkeit, da durchzufallen und hat es auch gemacht. Also wirklich, wirklich schräg. Gut, egal, lange genug gequatscht jetzt hier. Zeit, ein bisschen Aktion zu zeigen. Also, ja, es lädt halt schnell nach, weil das Geschütz ja auch ziemlich klein ist. Jetzt hier könnte man was machen, ganz vorsichtig vorgucken. Ich schieße auch manchmal, weil ich denke, obwohl es blöd ist, dass der einfach durchgeht, wenn da nur ein bisschen Alu vor mir ist. Aber ich habe schon mitbekommen, dass wirklich schwere Granaten einfach an so ein bisschen Alu oder an so einem Zaun explodieren. Ist mir alles schon aufgefallen, aber hier könnte es funktionieren. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, sage ich ganz ehrlich. Denn ich will ja auch ein Weilchen durchhalten. Das Blöde ist, so finde ich natürlich nicht raus, wie viel Leistung diese Dinge haben. Erstmal ein bisschen fliegen hier. Bringt ja auch Punkte. Ich will nicht, dass er seine Bomben abwerfen kann. Das wäre sehr schön, wenn der nicht seine Bomben abwirft. Hat er, glaube ich, auch nicht. Nee. So, der ist ein SPG. Propelled. Gun. Ich schaffe den hier ein bisschen. Oh, das Ziel ist ja heute auch wieder hier. Okay, ich habe ihn irgendwie getroffen. Was war das gerade? Ich konnte gar nicht lesen, was für eine Meldung da war. Irgendwas mit, ich werde bestraft. Was? So, vielleicht von hier oben. Nee, nee, reicht nicht. Okay, immerhin der Motor ist hinüber. Gut, klar, die Panzer sind alles so eine Blechteile hier. Da kannst du auch einfach durchschießen. Mit einer Faustfeuerwaffe zum Beispiel. So, vielleicht schaffe ich den hier noch. Tasse. Leider nicht. Schwierig, wenn ich das versuche, oben in die Öffnung zu ballern, ne, funktioniert das häufig nicht. Und andere, die das machen, das ist so ein Treffer und die treffen auch wirklich gleich die Munition oder so, ne. Aber kommt mir wahrscheinlich nur so vor, subjektiv, wie man sagt, ne. Hier ist echt nicht viel los. Da sind welche. Wer ist ja weg jetzt? Oh, oh! Wenn der jetzt doch ein bisschen... Ich krieg ihn so nicht ran. Ich kann ihn nicht anvisieren hier. Jetzt ist er... Aber dafür kriege ich was irgendwie auf die Zwiebel. Das ist der Tetrak. Das Problem ist natürlich, dass meine Crew hier gar nichts kann. Denn sie ist ja erst eingewechselt. Die sind nichts Könner. Ich habe einfach hier, weil es ja nur 1000 Silver Lions kostet, habe ich hier ein bisschen verbessert, sodass ich bei den wichtigsten Sachen plus 3 Punkte habe. Aber ansonsten können die ja nichts. Bin noch nicht gefahren hier. Vielleicht gehe ich mal in die Luft. Also, ich kann sie auch schwer beurteilen. Ich meine, sie sind halt Reserve-Panzer. Obwohl, mit ein paar Reserve-Panzern hatte ich echt Spaß. Und die waren ziemlich gut. Okay, er versucht hier auf Pro-Gamer hier Manöver zu fliegen, die jeden Piloten zum Brechen bringen würden. Und der Ohnmacht entgegen. Das ist... Da sieht man natürlich, dass es nicht realistisch ist. So eine Manöver sind nicht fliegbar in echt. Aber er macht's. Ja gut, man kann... Egal. Okay, kleiner Treffer. Okay, kritischer Treffer. Verrecke. So, jetzt habe ich einen Kill. Zwar nicht mit dem Panzer, aber immerhin. So, jetzt vielleicht noch von hier oben irgendeinen wegmetern. Diesen Flakpanzer hier. Oh, er ist weg. Er ist weg. Okay. Also 2 Kills. Offensichtlich bin ich besser mit Flugzeugen als hier mit den italienischen. Oh, jetzt sehe ich aber auch erstmal, wie weit entfernt ich von allem bin. Hier ist ja gar keiner mehr. Also ich muss auf jeden Fall weiter vorfahren, dann bringt das gar nichts. Ja, wenn das jetzt hier nicht läuft, ich würde einfach noch eine Runde machen. Ich glaube, die ist auch gleich vorbei hier. So, rolling. Ist natürlich schwierig, wenn die nicht so weit vorne sind, dann sieht man auch blöd, wo jetzt welche kommen. Und natürlich darf man auch nicht zu nah an den Cap-Punkt, wenn man nichts sieht. Obwohl ich da schon überrascht, dass da plötzlich Panzer stehen oder frisch gelandet sind und gleich feuern. Da ist einer. OT konnte ich jetzt nicht lesen so schnell. Okay, ich glaube, hier ist nicht allzu viel los. Ich habe also bisher, glaube ich, 2-3 Mini-Treffer mit dem Panzer gemacht. Ansonsten all meine Kills aus der Luft. Ist ja auch nicht schwierig. Ey, wirklich. Irgendwas aus der Luft unten am Boden kaputt zu machen, ist nicht schwierig. Ja, habe ich halt auch wieder gehabt.
Hier sind so viele Bomben auf die Birne geknallt. Also ich kann die Leute verstehen, die sagen, früher war es geiler, als einfach das noch nicht möglich war. Die Flugzeuge wurden ja auch nur dazugefügt, damit angeblich ein bisschen mehr Spieldynamik bei den Panzern entsteht, was ich total unsinnig finde. Also ich finde, dass jedenfalls sollte es Modi geben, wo nicht jedes Mal Flugzeuge zu fliegen sind, die einfach nicht dabei sind dann. Das wäre irgendwie besser. Ich fand es früher, also ich habe ja auch angefangen, als eben noch keine Flugzeuge hier zu fliegen waren. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren es einfach irgendwelche KIs, die in der Luft schwirrten. Und das war eigentlich schon unterhaltsam. Zehnter, je. Zehnter. Okay, ich flieg's ja gerade zum ersten Mal jetzt hier. So, also würde ich sagen, ich mache auf jeden Fall noch eine Runde. Ja. So, nächste Runde hier, das ist jetzt gefrorener Pass. Die Karte mag ich eigentlich auch nicht. Aber ich weiß meistens, wo ich hinfahre, und zwar zu C. Ich fahre eigentlich nie zu B und auch vor allen Dingen nie zu A. Also zu B vielleicht 1% der Zeit, die ich hier auf der Karte verbringe oder auf der Karte bin. Ansonsten halt C. Es sei denn, es ist gar nichts mehr los auf C. Ich werde hier erstmal die Munition ein bisschen reduzieren, denn die braucht keiner. Also ich brauche nicht so viel, weil so viel werde ich gar nicht schießen. 50 Stück, selbst wenn das schnell nachlädt. So, jetzt muss ich erstmal drehen, damit ich zu C komme. Oft ist es komischerweise so, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sind durcheinander. Also die wissen nicht, in welche Richtung sie fahren sollen, denken, sie fahren zu Ziel, also in eine Richtung. Aber ist man doch offensichtlich schneller, wenn man hier startet, ist man doch schneller bei C, als wenn man zu A fährt. Dann nimmt doch den anderen Punkt, den anderen Einstiegspunkt, verstehe ich oft nicht, echt. Da starten die hier und fahren da zu A, was viel weiter entfernt ist. Aber ich glaube, die klicken gar nicht an, wo sie hinwollen. Habe ich früher auch nicht, weil ich gar nicht wusste, dass das geht, dass man sich den Punkt auswählen kann, wo man hin möchte. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen knifflig hier. Aber nur vielleicht. Also ich konnte einiges aufwerten bei dem Fahrzeug jetzt hier, weil ich ja doch ein Weilchen durchgehalten habe und das kostet ja auch nichts. Immer so irgendwie 60, 70 oder ein paar hundert, ein paar wenige hundert an Forschungspunkten. Und wenn du da mal mit Premium 1600 oder so bekommst, einfach nur für die Schlacht, auch wenn du echt nicht so gut warst, kannst du das Ding ja schon eigentlich komplett aufwerten. Also verbessern. Ja, ich habe gerade ein paar Bäuerchen unterdrückt beim Sprechen. Das ist auch eine Leistung, muss man auch erstmal hinkriegen. So, da ist der erste Bösewicht. Ich muss natürlich rumgucken. Ich schaue schon auf die Minimap. Ich hoffe, dass sie mir jetzt hier nicht gleich die Lichter ausdrehen. Ich bin natürlich vorsichtig. Das Blöde ist, wenn ich hier hochfahre, die sehen ja schon, die können ja über die Hügel gucken. Die sind ja höher gelegen als ich hier. Ich bin gerade ein bisschen paranoid hier, echt. Und hätte gern, dass der Typ hier vorfährt. Dann stirbt. Hab ich getroffen, aber ich kann ihn nicht. Doch, da. Ziel unbeschädigt. Ja, alles nicht so einfach. Also ich fahre jetzt. Warum fährt er nicht vor? Fährt der zurück, weil ich zurückfahre? Ist nicht sein Ernst. Aber gut. Ja, du bist ein dämlicher Hund, echt. Galeriefrei. Ich bin fast wie ein Opfer. Echt. Ich glaube, mein MG zielt gar nicht auf den. Ich glaube, das war ein festes MG, wenn ich mich recht entsinne. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, stirb. Dieser Affe hinter mir, wirklich. Das dümmste Stück Scheiße, das es gibt, echt. Gut, fahr ich halt mit dem anderen, ist ja eine Reserve. Boah. Ey, was für ein... Ah, jetzt habe ich vergessen, die Munition. Also ein bisschen von der Munition, ist egal. Ich fahre irgendwo hin und werde wahrscheinlich eh wieder vorgeschoben. Und ich mache das tatsächlich auch manchmal. Das ist dann, wenn ich gefrustet bin, weil alle so, also wirklich an manchen Tagen, und ihr kennt es ja selber, hat man das Gefühl, man hat die dämlichsten dummen Idioten im eigenen Team. Wirklich die beknacktesten Typen, die es überhaupt in diesem Spiel gibt, werden ins eigene Team geschmissen. Ja. Und das kennt jeder von euch, ich weiß das kennt jeder von euch. Spätestens, wenn er mich mit drin hat. Aber jetzt mal im Ernst, also nicht weiter aufregen, ich versuche jetzt hier einfach noch ein bisschen weiterzumachen. Schlachtflugzeug, aber das interessiert mich nicht. Man muss natürlich aufpassen, tatsächlich, wenn man diese leichten Dinger hier fährt. Kann man locker weggeknallt werden. Aber er fliegt doch auf mich zu. Oder? Mein MG ist leer. Okay. So, jetzt mal C holen. Die haben sie offensichtlich noch nicht eingenommen. Jetzt habe ich blöderweise auch, jetzt bin ich zum Beispiel beim falschen Punkt gestartet. Fällt mir jetzt auch gerade erst auf, ich habe gar nicht drauf geachtet, komischerweise. So, also vielleicht doch eher zu B hier.
schade, hätte ich den jetzt getroffen, wäre es natürlich gut gewesen, hätte ich auch ein paar Punkte bekommen. Ist ein bisschen knifflig. Also das heißt jetzt nicht, egal wie es ausgeht, dass diese Panzer komplett nutzlos sind. Letzten Endes muss man sie erfahren, wenn man anfängt, aber es hat ja auch viel damit zu tun, wie halt gerade das Spiel läuft. Es kann einfach manchmal so schlecht laufen, da hat man einfach keine andere Möglichkeit, da hat man keine andere Chance. Pech gehabt, wenn halt zwei Runden oder drei Runden Kacke waren, dann ist es halt so. Kann man noch nicht ändern, kann mir jetzt auch passieren. Die erste war jetzt nicht so. Oh, da eine Bombe hinter mir. Eine Bombe hinter mir gelandet. Ich habe das gerade noch so gesehen, wie das Ding hinter mir. Wie das Ding hinter mir landete. Hey. Alter, ist der jetzt hinterm Baum oder? Oh, ey, das war so knapp. Eine Sekunde länger und der wäre weg gewesen. Also im Sinne von, ich hätte ihn nicht mehr treffen können. Okay, oh, Scheibengleister of es. Okay, kritischer Treffer, Kommandant. Aber der Fahrer ist nicht beschädigt. Der Fahrer nicht beschädigt. Ich drück's mal vorsichtig aus, so wie die es ja auch machen. Hier stirbt ja auch keiner, hier sind ja alle nur bewusstlos dann. Ey, das war aber eigentlich auch nur geschätzt jetzt gerade hier. Okay, zwei Kills. Hat sich eigentlich alles schon mal gelohnt hier. Oh, das ist der nächste. Nein, 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 nie. Okay, kritischer Treffer, aber der Fahrer, der kann leider noch weiter feuern, das ist ja das Problem. Offensichtlich scheint das hier relativ gut gerade zu sein, wenn der nur endlich kaputt gehen würde. Ich habe auch leider keine andere Muni. Mein Gott, wie lange soll ich auf den rauf feuern, bitte? Der steht hier, glaube ich, rückwärts. Also wenn er nach vorfahren würde, Schnauze also nach links. Jetzt sehe ich auch ein bisschen was. Ah, endlich. Durch das blöde Gefeuere habe ich gar nicht gesehen, wo vorne und hinten bei ihm ist. So, drei Kills. Und das so schnell. Wer hätte das gedacht? Hau mal ab hier. Dann bin ich zu mir, okay. So, hier, da ist noch einer. Abpraller. Okay, das war so ein offensichtlicher Abpraller. Gut, ich habe noch einen Bomber parat. Kann sogar rein mit denen. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht abknallt hier. Dass mich irgendeiner abknallt. Aber hinter mir ist keiner. Oder ist doch, da ist einer. Ich wollte gerade sagen, da war doch was. So, ich habe vier Bomben. Die müssen relativ gut sitzen. Ach, jetzt muss ich Gas geben. Und bleib bloß am Leben hier. Ich will wenigstens noch eine rausknallen. Die sind so dicht gerade. Eins. Und ja, jetzt habe ich verpasst. Da sollte eigentlich hier noch... Vielleicht noch so... Wenn ich Pech habe, fliegen die ziemlich weit vorne. Und ich glaube, das sind jetzt auch nicht große Bomben. Ich glaube, 250er oder 100er. Vielleicht sogar nur. Ich glaube, 250 sind das. So. Ach, ich habe wohl nichts weiter getroffen. Okay. Das ist natürlich. Das ist echt blöd. Ist halt echt mies, wenn man so gehetzt wird. Und nicht vernünftig positionieren kann. Beziehungsweise nicht vernünftig anvisieren kann. Und dementsprechend abwerfen. Dann fliegt man halt mit Schub. Und, aber ich glaube, ich. Ja, gesund und munter. Immerhin ist auch ein kleiner Erfolg, bringt auch ein paar Mark. So, immerhin drei Kills. Oh, ab hier. So, ich habe hier Artillerie. Ja, hier ist Artillerie, aber richtig eng. Hier sind ja auch noch welche irgendwo. Ich versuche mal ein bisschen vorzufahren. Aber es hat sich gelohnt, trotz allem. Das heißt, es ist möglich, gerade hier in diesem niedrigstufigen Bereich, richtig schön nach, du Kacke. Nein, ich habe auf das Wrack geschossen. Oh, irgendwie hat mir gerade das Leben gerettet, weil der Typ weg ist. Oh. Ja, also offensichtlich brauchbar die Geräte hier, wenn man sich gut positioniert hat oder einfach gut Glück. So. Ich glaube, jetzt gewinnen wir nicht. Davor haben wir gewonnen. Und es lief so mies. Jetzt läuft es für mich besser. Wir werden wahrscheinlich verlieren. Ich habe auch blöderweise nur diese beiden Panzer. Da ich noch gar keinen anderen frei habe jetzt. Guck mal, einfach zu cappen hier. In der Hoffnung, dass wir gewinnen. Denn das wäre vorteilhaft, dann könnte ich die Dinger wahrscheinlich auch gleich alle, beziehungsweise den hier vielleicht sogar komplett fertig machen. Ich gehe mal in die Luft, weil ich die Bombe abfangen will hier. Okay, ich habe eine MiG. Ja, so ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Also vorhalten, ich muss ihn treffen. Scheibenkleister. Ich hoffe, dass er abstürzt. Aber ich glaube, der konnte noch Bomben. Ne, der konnte noch Bomben rausfeuern. Okay, immerhin habe ich gecapped. Hinter mir steht, glaube ich,
Ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist da hinter mir einer oder vor mir. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie ich stehe. Ob ich den jetzt endlich noch hier wegfetzen könnte, wenn er auch erobert. Alleine, offensichtlich, denn wenn es jetzt erst erobert wurde, dann hat es ziemlich lange gedauert. Jetzt den noch weg. So, endlich. Was für ein nerviger Typ, ey. Also, ich bin noch da. Oh, okay. Das sieht richtig mies aus. Einfach in das Ding rein hier. Oh, so oder so. Eben gerade stand er noch da und jetzt ist er weg. Der Typ, den ich gerade da angegriffen habe, der hat mich jetzt weggemacht. Gut. Ich sage trotzdem schon mal danke fürs Zuschauen. Hier wird nicht mehr allzu viel passieren, glaube ich. Ich habe ja auch kein Fahrzeug mehr. Ich könnte jetzt nur noch zugucken und da habe ich gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Es lief ziemlich gut. Es war eigentlich sehr unterhaltsam. Muss man ganz sagen. Also auf jeden Fall brauchbar, die Dinger hier. Auf jeden Fall tauglich. Ich bin Zweiter immerhin. Ist auch schön. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne ein Abo hinterlassen. Würde mir helfen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Bis denn dann und ciao, ciao.